Sollte eigentlich alles lockerflockig passen. Boah, da oben von der Rampe mit dem Auto runter. Mal gucken, vielleicht machen wir das ja sogar. Auto können wir ja stehen lassen. Ja, ich meinte von dem Felsvorsprung. Qualmt diese Insel aussieht, what the fuck? Ey, wie geht's hier hoch? Wir sind nur 2 Kilometer von unserem Ziel entfernt, geht ja voll. Weil so groß ist die Far Cry Map, glaube ich gar nicht. Bin auch überlegen, ob wir mal Just Cause spielen. Habe ich noch nie gespielt, soll ein bisschen freaky sein, ein bisschen übertrieben, aber soll ganz cool sein, mal gucken. Ob sich da eventuell was anbietet. Da geht's wohl weiter, okay. So, call me maybe, so. Dann nach hier. Kiste plühen deren. Gott! Ich hasse das. Ganz dolle. So. Dann nach hier. Ja, diese Dinge überhaupt noch funktionieren, ey. So. Klomp, klomp. So. Geh um eine Scheune. Geh um eine Scheune. Oh, ein Tempel. Hui. Waren schon lange nicht mehr in einem Tempel. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Punktum aktiviert. Königsspielkarten. Erstmal gucken wir jetzt auf. Ich glaube, so viele Funktürme sind es nämlich mal allgemein gar nicht. Camp Delta, dann können wir Ostcamp, bla, Camp Echo. Jetzt gratis, Spaß 12. Ace. Sind das gerade alles tatsächlich neue Waffen? Aber mal ein bisschen Spaß. Ich weiß nicht, ob die uns erkennen, wenn wir die jetzt einfach so reinstratzen. Weil Söldneruniform und so, eigentlich sollten die uns ja nach wie vor wohlgesonnen sein. Das ist ein Grab? Nee, okay. Sah ein bisschen merkwürdig aus von dieser Steinkonstellation her. Ich glaube, das ist nicht gewollt wirklich. Ich sehe hier einen Turm. Hier 2 Türme. Den Mr. Sniper. Nahkampfkill. Hier lebt er noch fast? Nee. Okay. Ist das jetzt auch Rakiat-Gebiet? Komm hier jetzt Rakiat her. Was haben die so bei sich? Eizahnkette, Granate? Ja, hier sind wirklich Rakiat. Geil. Wir haben den Außenposten. Hier ist der Mann. Aber es gibt immer noch Arbeit, dass er in der Hauptstadt dranbleibe. Das ist ja geil, dass die Rakiat denn hier auch herkommen. Das freut mich. Speicherkarte. Du-di-du. Das
Spiceformer. Dank eines anonymen Online-Informanten haben wir nun Daten zur Herstellung von Spice, einer synthetischen Droge, die dem Marihuana ähnelt, doch über zusätzliche Nebenwirkungen verfügt, wie zum Beispiel Halluzinationen, Panikattacken und gefährliche körperliche Reaktionen. Da Spice in den USA zurzeit noch legal ist, befindet sich dort auch der wichtigste Absatzmarkt. Wir sollten den Markt sofort mit den Produkten überschwemmen. Super. Erst verkaufen. Dann gucken, was es hier alles so gibt jetzt. Faustwaffen. Gibt es die D50? Anpassen, was gibt es dafür? Nachtsicht, optisches Visier, Rotpunktvisier, Reflexvisier, weitertes Magazin. Schön. MPs. Eine BZ19. Und eine Vector 14 ACP. Kaufen müssen wir die Dinge eigentlich nicht. Aber mit Schalldämpfer und erweitertes Magazin. 3 Aufsätze, erweitertes Magazin. Kann man machen. Yep. Hier haben wir nämlich die Shredder schon. Schrotflinte gibt es eine neue. Sturmgewehre. P416, oh Gott. Das haben wir ausgerüstet. Die hat nichts, das wir dazu nehmen könnten. Egal, wir ersetzen die AK mal. Ja, Sturmgewehre war ich doch gerade drauf. Ach nee. Die Ace. Die können wir noch anpassen. Weitertes Magazin. Optisches Visier klatschen wir mal ran. Dann ausrüsten. Die. Oh, neues Scharfschützengewehr. Oh, hätte ich das gewusst. Und ein neues Maschinengewehr. Und neue Karten, die wir nicht brauchen. BZ-19, Maschinenpistole. BZ-19 ist das Ergebnis, wenn man Teile einer AK-47 nimmt, verkürzt und auf ein Schneckenmagazin mit hoher Kapazität aufsetzt. Okay, die Herstellung ist vermutlich etwas komplizierter. Allein die Buchstaben A und K durch B und Z zu ersetzen, erfordert schon viel Arbeit. Aber am Ende hat man eine Waffe mit 64 Kugeln 9mm Munition. Klingt doch nett. P416. Manchmal machen Waffenhersteller von Anfang an alles richtig und manchmal schießen sie das Känguru ab. Dieses Mal haben sie es richtig gemacht. Das P416 Sturmgewehr ist die höchste Version einer bekannten, aber fehlerhaften Waffe. Sie ist nicht billig, aber tödlich und zuverlässig für jeden Cent wert. Ist irgendwie so. Nett. So, das haben wir. Dann können wir eigentlich den Punkt da oben holen. Einfach sobald wir in ein neues Gebiet reinkommen, gleich alles übernehmen, dann haben wir im Nachhinein nicht so viel Aufwand damit. So, in welche Richtung liegt das ganz nette Ding da? Ah, oh, Tankstelle und Werkstatt, okay. Ja, übernehmen wir das Ganze hier einfach mal im Namen der Rakiat. Ja, gib mir bitte das. Na, wir gucken, vielleicht können wir ja mal wieder eins unentdeckt kaputt machen. Das wäre cool. Würde mich freuen. Ich habe gerade schon wieder Hunger. Ich habe einen halben Liter Kartoffelbrei gegessen und ein Custardstück und. Trotzdem wieder Hunger. What the fuck, Grießbrei? Fressack. So, erstmal. Okay. Okay. Oh mein Gott! 2 auf einmal. Da unten sehe ich noch 2. Der ist gepanzert, der andere ist irgendwo nach da hinten gegangen.
davon überhaupt Schaden? Ich hab ihn getroffen, wie geil. Er ist nicht tot. Der weiß auch nicht, wo ich bin. Jetzt hat er mich entdeckt. Alter, was hält er denn aus? Das macht mir gar nichts. Alter! Das ist nicht lustig. Was? Da schießt noch irgendwer. Der merkt das schon. Alter! Was halten die denn aus? What the fuck? Da hab ich ja gerade einiges drauf gedödelt. Ich hab mir nicht mal Anstalten gemacht, um zu kippen. Uff. Heilige Betsy, ey. Vaters Brüder, eine Nebenmission. Alter Falter, die sind ja gar nicht down gegangen. Halt die Vorstellung, biete 4 Single, die Ferien sehe ich nicht. Leute. Sollte mal die Leichen wieder plündern. Alter. Hoffentlich geht's der Familie gut. Danke. Heizankette. Danke. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder Geld fahren. Schwachsinnigerweise ausgegeben habe, also tatsächlich schwachsinnigerweise, weil die Waffen schalten ja so oder so frei, wenn wir die Türme machen. Deswegen war das vielleicht nicht die beste Idee, die schon zu kaufen, aber ist ja egal jetzt eigentlich. Ist ja egal. Falschgeld. Oh, eine Granate, sehr schön. Oh, eine Granate auch, sehr schön. Aber jetzt die zwei, die ich per einen Schuss down gemacht habe. Der war schon ziemlich cool, der Kill, muss ich sagen. Dankeschön. Oh. So. Schön. Wenn ich so auf die Uhr gucke, können wir jetzt auch einen Stopp machen. Oh Gott. Neue Insel, neue Abenteuer. So, ein bisschen Geld haben wir schon wieder. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einer weiteren Folge. Wenn es wieder heißt, Let's Play Far Cry 3. Wenn es denn hier auf dieser neuen Insel weitergeht, wo wir noch einiges zu erkunden haben, wie ihr seht. Bis dahin verabschiede ich mich aber recht herzlich von euch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bye. Euer Grießbrei. Haut rein. Tschüss.